Moinsen, liebe Leute, es ist wieder soweit, der Trap Report. Ein neues Jagdjahr, und zwar 2022-23. Wir beginnen im August. Ja, einen Monat später, als man vielleicht hätte starten können. Aber jetzt hat auch der DAX Jagdzeit und wir hoffen auf Full House. Und es ist ironischerweise, sitzen wir an dem gleichen Platz, in dem wir auch im letzten Jahr zu unserem ersten Trap Report saßen. Und es ist auch das gleiche Stück Raubwild, zumindest die gleiche Art. Wieder ein Waschbär, hier ein Rüde. Und es ist wirklich verrückt, was dieser Platz im letzten Jahresverlauf gebracht hat und auch wahrscheinlich in diesem Jahr wieder bringen wird. Allerdings ist das nicht der erste Fang der Saison, weil den möchte ich euch nicht voranhalten. Und zwar hier kurz einblenden. So kann man natürlich auch ganz gut in die Saison starten. Ich check das nochmal in alle Richtungen. Hier ist eine Stockente drin. Ja. Wo ist die denn lang reingekrabbelt, ey? Na gut, ich werde sie jetzt mal sanft darum bitten, die Falle zu verlassen. Da fliegt sie. Ja, gut. Einsatz erledigt. Erstaunlicherweise hat sich diese Stockente auch hier gefangen, aber die durfte natürlich wieder flattern. Und gestern dagegen hatten wir dann noch einen Fehlfang. Da hatten wir kurz die Kamera am Stissel. Auch das zeige ich euch ganz kurz hier. Und hier ist jetzt leider auch nichts drin. Das heißt, die von Dollen, die wir zuletzt mit dem Mist hier ordentlich verblendet haben, geht jetzt wieder fängisch an den Start. Sie ist, und das muss man auch zugegebenermaßen dazu sagen, sehr, sehr fein eingestellt. Denn der Christopher von Dollen, den wir vom Landesjagdverband hier hatten, der sagte noch, Mensch, für einen Marder ist das zu grob eingestellt. Da braucht ihr ein geringeres Auslösegewicht. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Deswegen müssen wir auch in Kauf nehmen, dass gegebenenfalls mal ein Fehlfang dabei ist. Warum das jetzt allerdings hier der Fall ist, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war unsere von Dollenfalle, unsere Betonrohrfalle, Hebo-Betonrohrfalle, die quer durch den Knick quasi getrieben wurde und dort jetzt auf Fangjagd geht. Also, bleibt dran, es ist spannend. Wir haben das Ziel 100, also 100 Stück Raubwild im Jagdjahr 2022-23. Und hiermit geht's los, wobei wir haben schon ein paar Jungfüchse. Aber bleibt dran und schaut's euch an. Bis dahin, ciao. Moin, liebe Freunde der Jagd. Es ist ein anderer Tag im Trap Report. Und der Stein, der hinter der Kamera steht, hat sich eben gerade schon gewundert, sagt, ihr habt doch nicht etwa die Kastenfalle einfach so in den Mais gestellt. Doch, genau das haben wir gemacht. Und zwar einfach hier in die Spur, in die Spritspur. Wir haben festgestellt, dass die Waschbären generell das Raubwild einfach immer diese Spuren hoch und runter läuft. Und wenn man sich mal auf den Boden begibt, dann ist halt der Mais. Na gut, jetzt habe ich natürlich hier, okay, wir begeben uns mal hier auf den Boden. Man sieht es jetzt schlecht, natürlich, weil die Falle da drin steht. Aber generell bildet sich ja so ein Tunnel. Und wenn es mal ein bisschen feuchter ist, dann kann man natürlich auch mal so einen Maisschlag gut abfärben. Und das ist eine ganz solide Sache. Ne? Mit den Kastenfallen sind wir auch mobil. Das heißt, da können wir auch mal flott variieren. In diesem Maisschlag haben wir eine stehen und noch weiter in einem anderen. Und jetzt sind wir eben hier an der Hebo-Kastenfalle. Mal gucken, was drin ist. Ich sag Waschbär. Ich habe jetzt hier nur so ein Ollensticken zum Sichern mit. Okay. Oh, aber auch ganz schön. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Einmal Wildmagnet, glaube ich, bekannt. Und dann auch die Emsländer-Paste. Und hier ganz einfache Hühnereier, die habe ich gestern aus dem Supermarkt gezogen. Ich glaube, wir müssen selber irgendwie noch ein paar Hühner halten, damit ich nicht immer die Eier kaufen muss. Und wie gesagt, letztes Jahr haben wir gar nicht beködert. Das wollten wir ja dieses Jahr ändern. Und jetzt haben wir eben den Waschbär gerade rausgeholt und werden hiermit jetzt beködern. Dann noch vielleicht ein bisschen Trockenfutter, ein bisschen Hundefutter und so ein paar Bananenchips. Da stehen die Waschbären Ultra drauf. Das ist jetzt ein Jungwaschbär aus diesem Jahr gewesen. Man muss dazu auch sagen, der August war wirklich, vor allem im Gegensatz zum letzten Jahr, verdammt ruhig. Und jetzt am letzten Tag noch dieser Waschbär und wir müssen noch zur Johann-Philipp-Bach-Falle. Und da nehmen wir uns euch natürlich auch gleich mit. Okay, jetzt aber kurz beködern.
Oh nein. Das ist auf jeden Fall, ich habe Gerd das erzählt, die Hunde sind förmlich durchgedreht. Das ist natürlich zum einen das Ei, so ein optischer Reiz. Und dann hier mit dem Wildmagnet oder auch mit der Emsländer Wildpaste ist halt noch so ein olfaktorischer Punkt, also natürlich ein Geruch. Und das soll einfach noch ein bisschen mehr Attraktivität steigern und die Falle am Ende interessant machen, sodass ich auch ein paar mehr Stücke Raubwild fange. Und am Ende des Jagdjahres ziehen wir dann mal einen Vergleich. Das ist natürlich schwierig. Man kann es nicht eins zu eins das eine Jahr zum anderen bewerten, weil natürlich nie ein Jahr gleich dem anderen ist. Vielleicht lässt sich aber trotzdem irgendwie was bemessen. Also rein damit und dann weiter geht's. Weil es auch diverse Fragen gibt zur Waffe. 22 LFB von meinem Uropa. Machen wir nochmal ein Video zu. Nadja hat angefangen, den ein bisschen schicker zu machen. Ich finde, das ist schon ganz schön gut gelungen. Ich will den Abzug noch Gold machen. Und hier hinten eine rote Kappe dran. Sie arbeitet hier mit True Oil, hast du nicht gesehen. Ist da voll im Schaft-Finishing drin. Aber ganz einfach, ohne irgendwie ein Glas drauf, ohne irgendwas. Einfach am Abfangkorb. Und Einzellader, 22 LFB. Alles safe. Die Waffe, mit der ich am meisten Stücke Wild erlegt habe. Und das schon eine ganze Menge. Aber nun zur Johann-Philipp-Bach-Falle. Also liebe Grüße an Köhler Philipp. Du weißt, wir haben diese Falle zusammen aufgebaut und die trägt deinen Namen. Hat heute wieder zugeschnappt und wir gucken jetzt rein. Das ist der letzte Fang für den August und dann ziehen wir noch ein kleines Resümee, ehe wir dann in den September gehen. Drin? Ja. Ich bin, glaube ich, ein bisschen speckig, hat Marius gesagt. Ich würde mich dafür gerne entschuldigen, aber ich schwitze. So, auch hier gleiches Spiel. Ein Ei in die Mitte. Bisschen Wild Magnet. So, ich lege das Ei auch immer. Also beispielsweise, wenn wir Marder fangen. Ein Marder greift das Ei, sieht man das so? Quasi so. Also quasi der Länge nach und beißt so zu und nicht so. Es bringt auch nichts, dann quasi das Ei so um reinzulegen, weil der Marder müsste dann ja so außen rum. Wir platzieren es also immer quer an der Falle. Und dann gucken wir mal, wer sich hier das nächste Ei holt. Ganz interessant, in der Nähe, also den Fallensteig weiter runter, haben wir eine Kamera platziert und jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen, Bilder blenden wir euch mal ganz kurz ein, haben wir jede Raubwildart, bis auf den Mink, auf dieser Kamera gehabt. Und jetzt hier an diesem Flusslauf hoffen wir natürlich vor allem, dass mit dem Fallensteig hier ordentlich Raubwild ankommt. Okay, das war's aber mit dem Geschnacke. Hier kommt der Deckel drauf und Trapmaster hat sich gemeldet, hat gepiept. Falle zu. Oh nein. Falle zu. Okay. Ja, ich sag mal so, sie sind sehr fein eingestellt, damit wir auch die kleinen Marder kriegen. Jetzt muss ich das nochmal machen. Shit. Ist natürlich schön, wenn die Fallen zugehen, gar keine Frage. Aber sie sollen zugehen, wenn Raubwild reingeht und nicht, weil ich mich so tollpatschig anstelle. Der August ist um und wir stehen schon mitten im September. Wir haben gerade für den September Trap Report gefilmt und es fehlt die Abschlussmoderation für den August. Ehrlicherweise, ich habe mal ins Fangbuch geguckt vom letzten Jahr. Also für den August haben wir uns was anderes vorgestellt. Er ist relativ mau ausgefangen mit den, ich glaube, jetzt drei Waschbären, die wir gefangen haben. Und ich weiß gar nicht, ob zuletzt auch das Nutria noch dabei war oder ob wir das jetzt Anfang September schon hatten. Auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Jahr sehr mau. Nichtsdestotrotz, das, was wir jetzt schon gesehen und gefangen haben, erlegen konnten im September, das stimmt uns frohen Mutes und so darf es gerne weitergehen. Und das war's mit dem Trap Report August in diesem Jahr. Schaltet auch unbedingt in den September ein. Ich kann euch sagen, da passiert einiges und wir sind gerade Anfang September. Gebt dem Video einen Daumen hoch, lasst gerne das Abo da und ein Like und kommentiert, wie es bei euch gelaufen ist. Also bis dahin,
alles für die Hühner, frohes Schaffen, weit mein Zeil, Horido.